Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drachensang. Ja, das letzte Mal sind wir in Moorbrück in die Baumhöhle eingedrungen, nachdem wir den großen bösen Baum besiegt haben. Hoffe ich jedenfalls mal. Und da hinten ist ein Elfengeist. Aber ich glaube, wir brauchen... Ah doch, wir haben das Ding schon. Wir hatten Magiekunde. Du hast Magiekunde, aber ich glaube nicht, dass du das groß identifizieren kannst. Ja. Okay. Das heißt, wir haben hier den Elfengeist, der hier mürrisch ist. Ja. Ich trage eure Flöte mit mir. Sie hat ihren Weg zurück zu eurem Volk gefunden. Einer eurer Nachfahren nahm den weiten Weg auf sich, es euch zu bringen, auf das ihr wieder eins wäret. Angreifen, wenn du willst. Wen willst du mit deinem Gesäuse täuschen, Kreatur der Finsternis? Kämpfe. Nee, nehmen wir die eins. Ich, diese wundervollen Klinge, mein altes Seelenlied. Lange verwähnte ich es vergessen. Lass es mich noch ein letztes Mal drauf spielen. Bitte übergib mir mein Java. Überzeugen, braucht ihr wirklich euer Instrument, um die Lieder der Vergangenen zu lauschen? Versucht euch aus eigener Kraft zu erinnern. Nur so könnt ihr wahrhaftige Erlösung erfahren. Ihr habt ihr es, angreift. Mit euren dunklen Taten habt ihr euren Anspruch darauf verwirkt. Macht euch bereit, auf die Art erlöst zu werden, die eurer Schande gebührt, kämpft. Nee, überzeugen wir mal. Erfolg. Ich sehe viel Weisheit in deinen Worten. Nenne mir jedoch einen sehengütigen Grund, weshalb meine Flöte mich nicht ins Licht begleiten soll. Wäre es nicht ein würdiges Andenken an euch, wenn eure Lieder weiter auf ihm erklingen würden, um anderen ein Beispiel zu sein? Ja, Brecht, diese Flöte ist ein Teil von euch. Es wäre falsch, sie hier zurückzulassen. Ihr habt ihr sie. Wieder angreifen. Ja, das ist dasselbe. Können wir ihn weiter überzeugen? Erfolg. Solch poetische Wahrhaftigkeit ist rar gesät unter euch Rosenohren. Ich sehe nun in aller lichtvollen Klarheit. Meine Flöte soll meine Lieder weiter in das Stein hinaus klingen lassen, auf das andere von ihm lernen können. Ihr habt mich aus dem Bardock erlöst. All die vertrauten Lieder, das, was längst verklungen ist, wieder ein Teil von mir. Möget ihr niemals vom Licht geblendet werden. Okay. Beschwichtigt die rastlose Seele. Ihr habt den Elfengeist die letzte Ruhe gebettet. Ich konnte den Elfengeist überreden, von dieser Welt zu lassen. Ich soll Gwendala von meinem Erfolg berichten. Ja. Sollte mich allerdings hier noch umsehen. Also ja, hier gibt es ein paar eitrige Krötenschemel. Das bin ich. Zeri. Zeri. Ast. Licht wäre nicht schlecht, ja. Krötenschemel. Hier sind wir runtergekommen. Gibt es echt nichts hier in dieser Höhle noch, außer ein paar eitrigen Krötenschemel? Ich hätte schwören können, hier gab es mal noch was. Ah, Tatsache, hier in der Ecke. Das ist wohl... sind wohl die Überreste unseres... Freundes. Das kann wahrscheinlich nur von... ja, okay, kann von jedem getragen werden. Charisma-Bonus. Und Waldelfenstiefel. Und ein Elfenbogen. Ich mach das schon. Ja, Gullmont haben wir gerade wieder sehr viel. Alle mal hergehört.
So, das heißt, wir können noch versuchen, die zwei Krötenschemel hier zu ernten. Gut. Das heißt, wir können hier wieder raus. Das ging ja schnell. Jetzt sollte Gwendala auch dann endlich mal frei sein. Ich bin frei. Die Wurzeln haben sich zurückgezogen. Das heißt, ihr wart erfolgreich. Wie ist es euch dort unten ergangen? War mein Vorfahr dort? Ja, er war dort. Meine Worte konnten seinen Zorn beschwichtigen. Er hat seine letzte Reise angetreten und hat seine Flöte zurückgelassen. Ihr habt wirklich Großes vollbracht. Hat er seine Flöte in Ehren, sie hier zurückzulassen? War eine große Geste von ihm. Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich mich euch gerne anschließen. Ja. Gut, also erst einmal Gwendala kennen wir bereits aus Fluss der Zeit. Dort war sie im Elfenwald, welche Überraschung, eine Händlerin. Nur, dass sie nicht zu den Elfen dort im Elfenwald gehörte, sondern eigentlich auf der Durchreise war. Im Drakensang hier ist sie eine unserer Gefährtinnen, sage ich jetzt einfach mal. Unserer Gruppenmitglieder. Im Augenblick, da wir ja voll sind, schicken wir sie dann erst einmal zurück nach Ferdok. Aber danach sehen wir weiter. Aber erst einmal, ich suche einen alten Zauberer und einen seiner Novizen irgendwo hier im Moor. Leider kann ich euch dabei nicht helfen. Auf meinem Weg hier bin ich niemandem begegnet. Wollt ihr mir nicht erst einmal verraten, wie ihr überhaupt in diese missliche Lage geraten seid? Ich war einfach unachtsam, weil ich zu sehr auf mein Bestreben fixiert war, meinem Vorfahren zu helfen. Wärt ihr nicht gewesen, wäre es wohl um mich geschehen. Wenn ihr euch mir wirklich anschließen wollt, reist nach Ferdok und wartet dort in meinem Haus auf meine Rückkehr. Mein Hausverwalter wird euch einlassen. Wie ihr wünscht, ich mache mich alsbald auf den Weg. Wo genau in Ferdok finde ich euer Haus? Es liegt am Piusplatz gegenüber dem Tempel. Mein Hausverwalter heißt Wirwosch. Er wird euch in meiner Anwesenheit zu Diensten sein. Gut, ich werde dort auf euch warten. Wollt ihr auch etwas wissen, bevor ich ausbreche? Nein, vielleicht später in Ferdok. Man sieht sich dann da. Ja, wir werden uns wiedersehen. So, Elfin Not ist abgeschlossen. Ja, die Wolfsratten haben wir auch abgeschlossen. Die Wolfsratten haben die längste Zeit das Wirtshaus belagert. Endlich kann der Wirt sich wieder frei zwischen den Vorratsspeichern bewegen. Eine Elfin Not. Boron sei Dank, der Elfengeist hat seine Ruhe gefunden. Weiteres Übel ist nicht zu befürchten. Weda war hoch erfreut, dass der Elfengeist seine Ruhe gefunden hat. So, das heißt, wir können jetzt hier oben lang, würde ich sagen. Entweder das oder wir gucken mal in diese Gruft hier rein. Wäre auch so eine Idee. Alles klar. Vorausgesetzt, wir kriegen sie auf. Nee, die kriegen wir nicht auf. Okay. Amazone voraus. Schon geschehen. Welche Quest? Ah, der Boltan-Trick. Der wird uns da angezeigt. Was haben wir da? Wieder eine Riesenkrabbe. Also nichts besonders Böses.
ein Holzfass hier auf dieser einsamen Insel. Ist da was Tolles drin? Ja, je. Ja, das stimmt allerdings. Also ja, wenn wir dann Gwendala in die Truppe aufnehmen und ausrüsten, dann haben wir auch gleich mal eine gescheite Ausrüstung für sie. So, hallo Riesenkrabbe. Zum Angriff! Furax! Ja, Riesenkrabben haben nicht viele Lebenspunkte, aber ziemlich viel. Ah, hat jemand... Nein, hat niemand ein Level-Up erreicht. Furax. Ich mach das schon. Skelette. Oh, und jede Menge Wirselkraut nehme ich gerne mit. Davon habe ich nämlich auch nicht so viel. In Ordnung. Nekromantenzauber. Ah. So, kommen wir an den Skeletten vorbei, ohne dass sie sauer sind? Ja, scheinbar schon. Okay, hier sind sehr viele Untote. Steinsarg. Hier unter uns sind auch Skelette. Zur Unkenntlichkeit verwittert. Bis zur Unkenntlichkeit verwittert. Bis zur Unkenntlichkeit verwittert. Okay. Ihr da, seht euch vor. Außerhalb des magischen Schildes ist es nicht sicher. Was, so schnell wieder zurück? Tja, also versteck dich hinter einem Busch. Gesinde, hilf! Gar nicht gut. Lauft! Ach, oh, drei Untote. Der wirre Geist von Moorbrück. Ich habe Rakom tatsächlich gefunden. Im Gegensatz zu Rufus sind er und Nordl gesund und munter. Beide stecken hinter einem Schutzzauber, der sie vor heranbahnden Untoten schützt. Rufus hätte solch ein Zauber sicher geholfen. Ich mach das schon. Lass das mal vor. Bei meiner Axt. Dezeption. Und dann haben wir gleich ordentlich zum auf die Untoten drauf. Oh, wo kommen die denn her? Dann machen wir gleich weiter drauf. Alles klar. Furax. Das bin ich. Gute Entscheidung. Komm, komm!